Musa aleyhisselam ist zu Allah gegangen und sagte, ja Rab, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig mit den Menschen. Ich gebe ihnen mit Hand, sie geben mir mit Fuß. Ich gebe ihnen Gutes, sie geben mir Schlechtes. Ich kann nicht mehr. Was hat Allah gesagt? Ja Musa, du beschwerst dich. Ich habe sie erschaffen und sie beten jemand anderes an. Ich gebe ihnen zu essen und sie bedanken sich bei jemand anderem. Was ich damit sagen will, ist, mein Bruder, dein Bittgebet muss da sein. Du musst es wollen, Schwester, Bruder, du musst dich dahinstellen, nachts aufstehen, sagen, ja Rab, bitte rechtleite mich. Entferne mich von diesen Sünden und mach mich von den Gehorsamen. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Das ist das, was du erbittest bei Allah. Zeig mir den rechten, den geraden Weg, den Weg des Guten. Entferne mich von allem Schlechten. صراط الذين أنعمت عليهم, den Weg derer, mit denen du zufrieden bist, den du Gunst erwiesen hast. غير المغضوب عليهم ولا الضالين, nicht mit denjenigen, die du zu uns und denen du irre gehen lassen.